Schönen guten Abend. Ich möchte meinen letzten Vortrag mit einer Frage beginnen, damit ich ein bisschen Überblick bekomme. Wer von Ihnen hat ein Handy mit Tasten? Also so Tasten, mit denen man auch eine Telefonnummer im Finstern wählen kann? Okay, es sind so 10 circa. Wer hat ein Smartphone? Nicht ganz überraschend, doch die überwiegende Mehrheit. Auch ich habe ein Smartphone, damit man es in der Kamera ein bisschen besser sieht, habe es vergrößert. Wie bedient man ein Smartphone? Es gibt Symbole, Icons, ich bediene es mit Touch und mit Gesten. Jetzt habe ich für Sie eine Aufgabe. Nehmen Sie in Gedanken Ihr Smartphone aus der Tasche, nehmen Sie eine Navigations-App und suchen Sie den Weg von hier vom Marie-Hilfer-Platz zum Grazer Bahnhof. Das Ergebnis wird etwas in dieser Art sein, Google Maps oder eine ähnliche Applikation. Jetzt machen Sie diese Aufgabe noch einmal und überlegen Sie sich, denken Sie sich, Sie sind blind. Wie kann ich das bedienen? Wen betrifft das überhaupt? Wenn man sich fragt, wie viele Personen sind in Österreich davon betroffen, dass sie ein Smartphone bedienen müssen, aber jetzt nicht sehen, auf welches Symbol sie drücken müssen, was schätzt man? Die Statistik sagt, ca. 320.000 Österreicher sind von einer visuellen Beeinträchtigung betroffen, sodass sie im Alltag Unterstützung brauchen. 320.000 Österreicher, das ist circa ein kleines Bundesland, so in der Größenordnung von Vorarlberg. Die Handyhersteller haben sich auch schon Dinge einfallen lassen, wie die Bedienung für Menschen mit Sehschwäche, mit Sehbehinderung auch auf Smartphones funktionieren kann. Und die Lösung ist ein sprechendes Handy. Wie funktioniert das nun mit VoiceOver oder TalkBack? Gibt es die Aktion, dass ich ein Handy mit Telefon. Berührungen... ÖBB Scotty. Einstellungen. Kalender. Kalender. Ansicht. Woche. Termin anzeigen. Science Slam Graz 20 Uhr. Anmerkung. Tollen Vortrag vorbereiten, um Publikum zu begeistern. Ich kann die Dinge erfüllen. Das Handy liest es mir vor. Das ist etwas mühsam. Das sollte etwas schneller gehen. Kalender, Ansicht, Woche. Termin anzeigen, Science Slam Graz, 20 Uhr, Anmerkung, tollen Vortrag vorbereiten, um Publikum zu begeistern. Dafür verbraucht man natürlich immer noch sehr viel Zeit, darum, wenn man wirklich gut geübt ist, geht es noch schneller. Kalender, Ansicht, Woche. Termin anzeigen, Science Slam Graz, 20 Uhr, Anmerkung, tollen Vortrag vorbereiten, um Publikum zu begeistern. Wenn man nun Apps entwickeln will und keine Menschen von vornherein ausschließen will, muss man verschiedene Dinge beachten. Es gibt Richtlinien der verschiedenen Plattformen, es gibt Standards, an die man sich halten muss und es gibt auch verschiedene gesetzliche Vorschriften. Doch eine ganze Menge, die ich beachten muss und das für die 99 Cent App oder eine Gratis App. Wer arbeitet schon gerne gratis? Also, weg damit. Das will man nicht machen. Diese extra Arbeit, damit eine App auch barrierefrei ist, damit sie auch von einer sehbehinderten Person bedient werden kann, diese extra Arbeit wird oft nicht gemacht. Was kann man aber tun, damit Softwareentwicklerinnen, App-Designer doch daran hergehen und Applikationen barrierefrei entwickeln? Mein Ansatz ist Model-Driven Development. Nicht solche Models. Im Software Engineering verwendet man oft Modelle, mit denen ich komplexe Zusammenhänge vereinfacht modellieren kann und somit Automatisierung reinbringen kann in die Softwareentwicklung. Auch das sieht kompliziert aus, ist es auch. Das muss noch viel einfacher werden. Das Modell muss so aussehen, starte App, get position, find my way, in dieser Art und Weise. Dieses Werkzeug soll mir helfen oder soll Entwicklerinnen und Entwicklern helfen, Applikationen sehr einfach zu entwickeln. Wenn ich ein Grundgerüst schaffen kann, das barrierefreie Applikationen erstellt und die Entwicklerinnen und Entwickler können sich dann auf die Kernfunktionalitäten konzentrieren, dann entwickeln sie auch barrierefrei in ihr System hinein. In meinem Forschungsgebiet versuche ich jetzt diese beiden Dinge zu kombinieren, Barrierefreiheit und automatisierbare Softwareentwicklung. Wie sieht nun eine Applikation in dieser Art und Weise aus?
Streckenführung starten, Schaltfläche. Routing Ziel eingeben oder einen vorgeschlagenen Punkt wählen. Zieleingabe. Bearbeitungsfeld. Suchposition absenden, Schaltfläche. Mit dieses Beispiel ist sehr einfach durch ein einfaches Modell entwickelt worden. Mit dieser App kann man mit einer geringen Restsehschwäche, mit Sprachunterstützung sehr einfach seinen Weg finden. Und das Fazit ist auch hier: Einfachheit ist ein ganz wichtiges Ding. Einfachheit bringt uns allen etwas. In diesem Sinne. Erinnerung: Vortrag zu Ende. Die Bühne verlassen, gehen Sie nach links über die Stufen nach unten.